Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Violett. Ja, ich war mit der letzten halben Stunde damit beschäftigt, ein bisschen meine Pokémon hochzuleveln. Und zwar, ich hoffe, das Eis geschlüpft. Da kam Pikachu dabei raus. Ich hoffe, ich pack's vorne am Video noch rein. Ich hab's den Aufnahmeknopf noch gedrückt, aber ich hoffe, ich krieg das hin. Rüdiger ist jetzt, sieht man gerade nicht, auch Level 22, glaube ich. Und Sabine habe ich auf 21 hochgepusht. Die hat sich auch zu einem Killian weiterentwickelt. Jameson hat, glaube ich, auch ein Level geupdatet und Stichschall auch 1. Und das habe ich mal gefangen und ja, ich habe diverse Pokémon noch gefangen, weil ich brauche ja 10 Pokémon, um hier mit dem zu reden. Deswegen, ich hoffe, ich habe jetzt genug gefangen. Das kennen wir alle schon. Wenn du 10 verschiedene Pokémon, ja, haben wir vielleicht. Sehr gut, du hast bereits 13. Oh ja, 3 zu viel. Als Belohnung werde ich die Pokeradar-App auf deinem Pokepad installieren. Okay, nice. Um gerade seltene Pokémon auszuspüren. Okay. Was? Sie gerate nicht in ihr Blickfeld, wenn sie fangen möchtest. Je öfter das Pokédex einsetzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, seltene Pokémon anzutreffen. Oh. Lol. Okay, das will ich direkt mal testen. Pokepad. Da war ich noch nie drin. Ah, Wundertausch. Pokeradar. Lol. Scheint hier in der Nähe zu sein. Lass dich nicht von ihm erwischen. Ein Pikachu? Was? Alter! Pokémon ist geflohen. Alter, ist das assi. Okay, ist aber eine geile Funktion. Ja, wir waren, wir müssen hier weiter weg. Ich bin nur hier zurückgegangen, um mit dem Typ zu reden. Ich glaube, wir testen auch noch direkt den Wunder... Alter, und dieses verkackte Detektorteil, das geht mir so auf den Keks. Die ganze Zeit, wenn ich hier hin und her renne. Das Gebiet hier ist, ich glaube, als eines zum Schlimmsten zum Leveln, weil alle Pokémon hier sind irgendwelche Elektroviecher, die dich paralysieren und keine Ahnung, ob Paralyse in dem Game irgendwie gepusht wurde, aber es ist ziemlich heftig. Also nach 10 Runden im Kampf und immer paralysiert. Einfach nur zum Kotzen. Ich wollte noch hier Pokémon bewegen. Das Ninkada habe ich bekommen. Ich habe einen Vati gefangen. War geil. Ein Kangama und ein Makel. Das Makel, das haue ich mal hier rein. Das werde ich mit dem Wundertausch wegschicken. Weil das Pikachu hochleveln... Nein, danke. Ich habe jetzt genug vom Leveln. Und jetzt probieren... Erstmal speichern. Ja, danke. Und jetzt probieren wir... Nein, nicht Pokémon. Pokepad. Wundertausch. Wundertausch-App wurde aktiviert. Möchtest du einen Wundertausch durchführen? Ja. Okay, jetzt bloß nicht das Falsche anklicken. Das wäre nicht so gut. So, Makel... Makel wird zugesandt. Ich glaube, das ist einfach ein random Fakt. Aber ist geil gemacht. Oh, ein Kramox. Ist das der richtige Name? Ich weiß es nicht. Ich denke ja. Ja, Kramox. Nice. Nicht schlecht. Für so ein verkacktes, ne? Da schalte ich den PC nochmal ein und lege das auch direkt ab. Level 5, wow. Hier, Box 1, stimmt. So, ich werde unterwegs noch ein Pokémon fangen. Das heißt, ich brauche noch ein paar Pokebälle. Pokeball. Ich hab nicht mehr allzu viele. 12, dann habe ich genau kein Geld mehr. So, danke. Ja, Radar ist ja klar. Gut, lassen wir's. Alter. So, weiter geht's. Wir sind hier vorne stehen geblieben. Noch hier durch. Ohne Radar, sehr gut. So, hier vorne. Ich habe versucht, hier vorne ein bisschen zu leveln, aber die Pokémon hier sind einfach nur zum Kotzen. Ich meine, ich kann dir mal ein bisschen zeigen, was hier so kommt.
Das Kangama hier habe ich gefangen, aber Level 15 und die Attacken sind einfach zum Kotzen. Ich mache jetzt mal einen Schwarmstich, komm, das kriege ich noch hin. So, geht doch. Okay, wo genau? Wir können nach unten, wir können aber genauso gut oben weiter. Ja, der Detektor ist ja gut. So, okay, wir gehen erstmal hier entlang. Ein enges Band zu seinen Pokémon ist der Erfolg, ist für Erfolg essentiell. Da hast du recht, alter Mann. Gentleman Joachim. Ein Pfiffchen. Level 18. Flug, Gift, normal. Ich habe keine Ahnung. Okay, Gift hat funktioniert. Ein Kirlia. Psycho. Ist das Gift auch? Alter, okay, Gift ist effektiv. One-Hit. Und sehr gut. Danke fürs Geld. Das kann ich benutzen für die nächsten Pokebälle. Ein Fluchtseil. So, ist jetzt ein Item. Sternstück, danke. Aber ich hätte es sowieso angeklickt. Es ist ja nicht so, dass ich nicht versucht hätte. Der Detektor ist ein bisschen useless, wenn man den nicht steuern kann. Kingstein, Alter. Phlegmon, oder was können wir damit weiterentwickeln? Ich glaube Phlegmon oder Quapuzzi, aber Quapuzzi wird in dieser Version wahrscheinlich nicht. Ja, könnte vielleicht. Das Wetter in dieser Gegend ist grauenvoll. Immer diese ariden in dieser ariden Umgebung können meine Pflanzen-Pokémon nicht wachsen. Was ist das Adjektiv arid? Habe ich noch nie gehört. Aber danke für den Hinweis von Pflanzen. Ja, Alter, wie sagt das? Von dir habe ich echt genug mit deinem Schlafpulver, ne? Gift oder Flug? Ich glaube, Flug ist auch ziemlich, ja, geht. Oh, Fluet, ein Feentyp. Gift ist effektiv gegen Fee, habe ich gelernt in den letzten paar Mal. Das reicht auch hier so. Danke. Ist wieder ein bisschen Geld farmen. Hallo. Es heißt, der Champion der Region sei ein junger Mann. Andere sprechen von einer wunderschönen Lady. Sie wissen gar nicht, wie der Chef der Region aussieht. Es muss ein sehr guter Chef sein. Lässt sich nie blicken. Ich meine, das Leben funktioniert anscheinend. Ladybird, das ist ein Käfer, das heißt Flug. Ja. Hier Gift, das ist ein Psycho. Ja. Läuft. Ein Mankey, komm, da wechseln wir mal das Pokémon. Einfach aus Langeweile. Alter. Ja, damit leveln ist geil, ne? Hat man gerade gesehen. Ein Pokémon und fast tot. Ich will wissen, was hier drin ist. Auch ein Kangama drin. Komm, Schwarmstich, das kriege ich noch hin. So, danke. Mein Herz gehört einem Jungen, der mich vor langer Zeit allein gelassen hat. Wieso erzählst du mir das? Was habe ich damit zu tun? Ich kenne dich nicht. Wir sind uns nie begegnet. Hoffentlich. Flug, Gift. Ja, komm, Gift. Mach Holo. Können wir Flug testen? Geht. Gut, danke. Wir rasieren ein bisschen durch. Supertrank. Muss ich jetzt hier nichts mehr anklicken, weil der Radar nicht mehr anschlägt, so gesehen. Ist praktisch, aber trotzdem macht es nicht besser. So, hallo. Viele Wanderer treten den beschwerlichen Pfad durch die Ödnis und Wüste nach Cascada an. Das zeugt von Fähigkeit. Naja, so also Wüstengebiet sieht für mich ein bisschen anders aus. Ich meine, es ist immer noch Nacht. Und ich muss zugeben, ich habe sehr lange gelevelt. Eine halbe Stunde lang war ich hier ein bisschen hin und her rennen. Aber es ist immer noch Nacht. Ich hoffe, ich bin jetzt irgendwie im Nachtzyklus gefangen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß nicht, wie buggy die Version aktuell ist. Ein Gesteinstyp. Flug? Hab ich keine Ahnung. Nein, das ist, glaube ich, schlecht. Gut. Oh, das tut weh. Und noch ein Volltreffer, das war natürlich blöd. So, machen wir es halt so.
einfach Standard Aquaknarre. Danke. So, wer bist du? In körperlicher Form zu bleiben, hat höchste Priorität für uns Triathleten. Okay. Alter Gramoklesser, das ist zum Kotzen. Ich weiß nicht, ob das... Werde ich nicht überleben. Außer ich mach's... Ja, war klar. Ich hasse das Pokémon so sehr, man glaubt's nicht. So. Ein Skorgler. Sehr schön. Okay. So, was ist das hier für ein Stein? Irgendwas Spezielles. Da ist Moos drauf, aber... Sehe ich nicht. Bevor ich jetzt da weitergehe, will ich testen, was ist denn hier? Toll, hier geht's auch weiter. Auch wir Jugendlichen können es weit bringen in dieser Welt. Ich zähle wohl auch noch zu den Jugendlichen, oder? Ach so, so jung. Okay, dann nicht. Ein Tanzer. Biss ist nicht so geil. Tackle auch nicht. Aquaknarre erstaunlich effektiv. Ein Funpi ist eh ein Bodentyp. Müsste gehen. Ist geil, man sieht wirklich viele Pokémon hier von ziemlich allen Generationen. Ich glaube, hier geht es wirklich weiter, deswegen... Oder nicht? Oder ja? Keine Ahnung, ich jetzt mal links einfach. Oh. Ein weiteres Ei. Okay, hier ist... Wer bist du? Mein Hobby ist es, Beerensaft herzustellen. Aha. Eine Sinelbeere. Wenn du mir genügend Ziele willst, kann ich dir ein Geschenk für... Habe ich ein Geschenk für dich. Ich brauche 25 Stück. Habe ich leider nicht. Okay, es klingt interessant. Ich werde mal zurück... Alter, Level 17. Mal zurückgehen und mir die Sinelbeeren holen. Ich habe ja genug Geld. 25 Stück müssen drin liegen. Hoffentlich. Ansonsten klappt's halt nicht. Aber es klingt, als wäre da was Gutes dabei für mich. So, und ich müsste eh die Pokémon wieder heilen, also... So, gleich kommt wieder der Radar. Da ist er. So, jetzt kommt nichts mehr. Einmal heilen, bitte, danke. So, hier ist der Radar wieder. Und hier ist der Bärenladen. So, ich brauche Sinelbeeren. Die verkaufst du doch. ...25 Stück. 57, erstaunlich günstig. Danke, danke, danke. Naja, ist ja gut. So, ich speed ein bisschen durch. Muss ich hier runter? Alter, Kangama, Frisser, so. Ich glaube, ich bin hier richtig. Oder nicht. Ach so, ich hätte hier runterspringen können. Naja. Hallo. Ja, ich habe die Sinelbeeren für dich. Hier, nimm. Und jetzt? Ach so. Okay, ich werde auch nur meinen Teil der Vereinbarung erfüllen. Nun diese versteckte Maschine als Zeichen meines Dankes. Bärensaft erhalten. Was? Bärensaft heilt die Kraftpunkte deines Pokémons im Kampf und schmeckt dazu auch noch äußerst gut. What? Pokebeutel? Das klingt seltsam. Ein TM-Bärensaft? Ach so, nicht ein TM in dem Sinne, oder? Da, Bärensaft, Alter, 50 Stück. Der die Kabine Pokémon 20 füllt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nice. Danke, mein Freund. Na toll. Kommt wieder ein egal. So, wir haben das hier auch erledigt. Das heißt, wir können nur noch in diese Richtung weiter. Oder?
Hier oben geht's auch noch weiter. Da schaue ich doch mal vorbei. Ein Glutexo. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Hä? Ah ja, doch. Da gerade. Okay. Ein Vati. Da müssen wir das Pokémon natürlich tauschen. Elektro. Hm. Vielleicht, weiß nicht, Rüdiger mit dem Gift könnte. Ist es nicht effektiv, aber das Beste, was mir einfällt. Die Paralyse nehmen wir halt im Kauf. So, Level 25. Flunkiefer. Da können wir mit Sabine angreifen. Hoffentlich. Alter. Oder auch nicht. Komm, Stich, so ist jetzt egal. Ruckzucki, ich wollte Laubklinge, da. Kopf. So, geht. Scaraborn. Ein Käfertyp. Haben wir irgendwas gegen Käfer? Rüdiger mit Flügelschlag. Sehr gut. So, langsam funktioniert's. Ja, ist ja gut. Wahrscheinlich hier, ne? Nee. Zeig mir nicht, das ist der hier. Also offensichtlicher kann es wirklich nicht sein. Schaufler, nice. So, was brauchst du? Dieser Ort trägt den Namen Felsige Ödnis. Zu Recht. In dieser Savanne findet man interessante Pokémon. Das habe ich schon bemerkt. Danke.